Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ein neuer Knoten im Netzwerk die kürzesten Pfade zu den anderen Knoten im Netzwerk feststellt. Das Ganze entsprechend angelehnt an den Dijkstra Path oder Dijkstra Algorithmus. So, geht direkt los. Wir stellen uns vor, wir haben hier ein Netzwerk dargestellt durch Knoten, hier B, D genannt und so weiter. Und ich habe jetzt die Verbindungen, also quasi die Netzwerkkabel dazwischen. Oder wenn wir von einem Graph reden, die Kanten. Hier mit diesen Kosten dazwischen markiert. Und wir stellen uns jetzt vor, weil wir hier alle anderen belegt haben, dass wir an dieser Stelle, passt ja auch so schön rein, ist ja auch Platz gelassen, einen neuen Knoten A haben, der verbunden wird mit den Knoten B, C und E. Damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht, habe ich das auch natürlich nochmal vorgezeichnet. Und uns fällt jetzt direkt auf, hier stehen überall die Kosten dran, hier stehen jetzt keine Kosten. Die Frage ist, warum? Die wissen wir ja noch gar nicht, das ist die Antwort, weil der Knoten ist ja gerade erst neu. Wir haben ja noch gar nicht angefangen, irgendwas im Netzwerk zu machen. Und wie immer brauchen wir auch unsere, ich sag mal, Routing-Tabelle hier an der linken Seite, wo wir dann quasi alle unsere Ergebnisse, die wir durch das Netzwerk erfahren, aufschreiben können. So, das Ganze sieht jetzt so aus, dass... Achso, vielleicht noch vorweg, wenn man sich so andere Videos im Internet anguckt, sieht man immer, dass hier schon alles aufgelistet ist. Dass hier dann sowas steht wie A, B, C, D, E, F, G, Punkt. Und erstmal die Kosten überall mit unendlich gekennzeichnet sind. Aber für mich ist natürlich klar, wenn ich hier einen Knoten A reintue, einen neuen Knoten, der hat keine Ahnung, dass G überhaupt existiert. Der weiß überhaupt nicht, dass es da einen Pfad geben könnte. Sonst könnte er ja irgendwie, ja, also geht nicht. Wir müssen jetzt nach und nach erstmal unser Netzwerk kennenlernen. Und das geht wie folgt. Wir gucken uns erstmal den ersten Knoten an, den wir kennen. Und das sind wir selbst. Wir schreiben uns selbst also in die Routing-Tabelle rein. Wenn wir zu uns selbst wollen, über uns selbst, dann haben wir die Kosten 0. Und als nächstes gucken wir uns an, okay, jetzt können wir quasi hier auf dieser Tabelle arbeiten. Jetzt brauchen wir uns den Graph gar nicht mehr angucken. Wir können auf der Tabelle arbeiten und gucken, okay, mit welchen anderen Knoten ist denn jetzt dieser Knoten, der hier drin steht, verbunden? Wir sehen also, er ist mit B verbunden. Der Knoten, der vor B kommt, ist der Knoten A. Und die Kosten belaufen sich auf 4. Das stellen wir fest, wenn wir damit kommunizieren. So, dann können wir den Pfeil wegmachen. Ansonsten sind wir noch mit C verbunden. Selbes Spiel. Wir haben hier die Kosten 3. Und wir sind natürlich auch noch mit D verbunden, mit E natürlich, mit den Kosten 8. So, jetzt können wir das mal wegmachen. So, in unserer Liste hier haben wir jetzt quasi alle Informationen, die wir aus A rausholen konnten, rausgeholt. Und damit können wir es quasi abhaken. Ist komplett fertig bearbeitet. Jetzt gehen wir einfach in der Liste weiter und machen genauso jeden Knoten durch, gucken uns an, mit welchem er verbunden ist. Aber wir können nicht einfach irgendeinen Knoten nehmen, sondern wir müssen in der Art und Weise, wie wir das schreiben hier, später fällt es dann auf, müssen wir den nehmen, der die geringsten Kosten hat momentan. Also jetzt in dem Fall den Knoten 3, den Knoten C. Was wir jetzt also machen, wir gucken uns an, mit was alles C verbunden ist und wir stellen fest, mit D, E und A und B und E und A. Jetzt gucken wir uns die Kosten nach A an. Das ist, wir haben uns eben aufgeschrieben, das waren hier 3, jetzt können wir es auch mal hier dazu schreiben. Wenn wir jetzt von C nach A wollten, dann müssten wir 3 als Kosten haben, aber wir müssen auch einmal nach C kommen, also 6. Wir brauchen also, um nach A zu kommen, nichts abzudaten. Nach B kommen wir in 4, das heißt, wir müssen jetzt 3 plus 4 rechnen, weil wir müssen ja erstmal über C und dann nach B. Da kommen wir auf 7 nach B, 4 ist kleiner, brauchen wir nicht abzudaten. Jetzt haben wir den Weg nach E, der beläuft sich auf 8, das sind genauso auch plus 3 mehr als die 8, die schon nach E drin stehen. Und als nächstes haben wir nach D, da steht noch nichts drin, wir wissen also, gut, können wir reinschreiben, über den Knoten C, das ist nämlich der Knoten, der davor kommt, haben wir entsprechend diese 11 plus die 3, um erstmal nach C zu kommen. Oh, da muss natürlich 14 rein. So, dann machen wir das wieder weg hier. Jetzt können wir auch das wegmachen und wir haben jetzt auch C komplett abgehakt. Jetzt wieder selbes Spiel. Wir gucken uns an, welche Kosten von den noch nicht bearbeiteten sind am geringsten. Wir sehen die 4 nach B. Also gucken wir uns den Knoten B an. Mit welchem ist der verbunden? Mit A, mit C und mit D. Wir gucken wieder, müssen wir irgendwas in der Tabelle updaten? Nach A natürlich nicht, weil 0 ist immer das geringste. Also können wir den Pfeil wegmachen. Nach C haben wir die Kosten 4. Das heißt, insgesamt mit den Kosten, die wir erstmal nach B haben, haben wir dann 8. Ist also langsamer. Und nach D haben wir jetzt hier die Kosten 5. Plus die 4, die wir nach B haben, brauchen wir jetzt nach D mit dem neuen Pfad nur noch 4. 9, wer rechnen kann. Das heißt, das können wir eigentlich löschen. Und das hier auch. Beziehungsweise komplett. Und können jetzt schreiben, okay, über den Pfad B kommen wir in 9 nach D. So, auch damit, das war das falsche Häkchen, ist natürlich der Knoten B zu Ende und wir können das alles wieder löschen hier. Dann kommen wir zum nächsten Knoten, dem Knoten E. Ich denke, es ist klar geworden, dass das wahrscheinlich weniger ist. Wir stellen auch fest, dass es nach C länger dauert über E und dann gucken wir uns den Weg nach D an. Über E braucht er jetzt 10. Das ist ein bisschen mehr als das, was wir hier schon drin stehen haben, ist also auch nicht schneller.
So, der auch nicht, der auch nicht. Und jetzt gucken wir an F. Ach, F steht noch gar nicht in unserer Tabelle. Das wird auf jeden Fall der kürzeste Weg sein. Wir müssen dafür also rechnen, die 8 nach E plus die 5 nach F haben wir die Kosten 13 über E. Dann können wir das alles ja auch wieder wegmachen. Und E ist abgehakt. Wieder selbes Spiel. Wir suchen uns den Knoten von den übrigen mit den geringsten Kosten aus. Das ist in dem Fall D. Auch hier fragen wir D wieder oder bekommen von D die Info, zu wem er alles verbunden ist und welche Kosten er zu wem hat. Und wir stellen dabei fest, okay, nach B dauert es länger, als wir bisher haben. Nach C dauert es auch länger. Nach E dauert es auch länger. Nach F brauchen wir sogar 19 über D, brauchen wir auch länger. Aber G steht noch nicht in unserer Tabelle. Schreiben wir also direkt rein, über D. Das heißt, die 9 plus die 2 sind in 11, sind wir bei G. Damit können wir auch das wieder löschen. Und D ist durch. So, man könnte jetzt verführt sein, F zu nehmen, weil das ja auch hier im Graph ist und G irgendwie weiter hinten kommt. Aber wir müssen auch hier wieder den nehmen, der die geringsten Kosten hat. Und 11 ist nun mal weniger als 13. Das heißt, wir gucken uns jetzt den Knoten G an. Gucken, wie lange braucht er nach nach D? Wie lange braucht er nach F? Er kam natürlich aus D, deswegen wissen wir, da braucht er auf jeden Fall länger. Und nach F braucht er 11 plus 3, 14, also länger als der Weg über E. Also ist das auch nicht hier der neueste, also ein kürzerer Knoten. Und damit können wir auch G abhaken. So, dann gucken wir uns F an. Wir stellen natürlich fest, F kam aus E, das heißt, er kann gar nicht weniger Zeit brauchen. Wir gucken, wie lange braucht er nach D? 23 ist auch nicht unbedingt wenig. Und wie lange braucht er nach G? 16, das ist auch nicht unbedingt wenig. Warum 16? Diese 13, um nach F zu kommen, plus die 3, um nach G zu kommen. Also, wir haben schon alle kürzesten Pfade gefunden. Können also auch F abhaken und dieses Gekritzel hier wieder wegmachen. So, und jetzt haben wir alle kürzesten Pfade zu den jeweiligen Knoten, an die wir wollen. Und damit war es das auch mit dem Dijkstra-Algorithmus. Vielleicht noch als Anmerkung, ich hatte mich immer gefragt, wieso muss man denn eigentlich den Knoten mit den geringsten Kosten zuerst nehmen? Wenn ich jetzt hier eine Liste habe mit noch nicht bearbeiteten Knoten, die sehr, sehr lang ist, dann muss ich da ja überall nochmal alle Listen durchgehen oder irgendwie eine sortierte Liste erstellen, alle Elemente durchgehen, um zu gucken, welches denn jetzt das kleinste ist. Kann man nicht eigentlich auch irgendeins nehmen? Ist das nicht eigentlich egal? Kommt es nicht aufs selbe raus? Die einfache Antwort ist, nein, es kommt nicht aufs selbe raus. Zumindest nicht dann, wenn man hier diese Häkchen immer hundertprozentig setzen will. So wie wir es jetzt gemacht haben, ist es so, wenn wir einen Knoten abgehakt haben, dann ist er komplett durch. Dann wissen wir, das ist der absolut kürzeste Pfad, der mit diesem Knoten zu tun hat. Ich werde es jetzt nicht zeigen in dem Video, aber wer Interesse hat, der kann einfach mal statt wir bei C anfangen, einfach mit E anfangen. Also nach dem Knoten A den Knoten E bearbeiten und dann weitermachen und dann wird er feststellen, an irgendeiner Stelle wird dann ein bereits abgehakter Knoten durchgegangen werden müssen, beziehungsweise abgedatet werden müssen. Und dadurch, dass ein abgehakter Knoten abgedatet wird, müssen auch alle Sachen, die darauf aufbauen, die diesen Knoten mit benutzen, abgedatet werden. Und das kann natürlich zu einer sehr großen Kettenreaktion führen. Und deswegen muss man erst den Knoten nehmen, der die kürzesten Wege hat. Kosten, die geringsten Kosten. Okay. Gut, und das soll es auch schon gewesen sein.